Ja, guten Abend. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Es tut mir leid, dass wir jetzt im Vorspann so ein bisschen technische Probleme nach außen signalisiert haben. Es ist, wie gesagt, immer überraschend. Das Livestreaming ist doch kein so Selbstläufer, wie man es immer denkt. Aber ich hoffe, Sie verstehen uns gut und Sie hören gut. Wenn nicht, dann bitte ich Sie nachher um eine Rückmeldung. Schreiben Sie es einfach in den Chat. Ich kann das nachher noch ein bisschen nachjustieren. Ja. Nicht nur heute Abend ist es überraschend. Grundsätzlich war die Veranstaltung heute Abend, der Vortrag von Frau Professor Gebhardt, ja in einem ganz anderen Kontext geplant. Sie wissen, 2021 wird der 100-jährige Geburtstag von Sophie Scholl sozusagen gedacht und es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen und die Gemeinde Unterföhring hatte ein Theaterstück geplant gehabt. Die Volkshochschule wollte im Kontext dieser Aktivitäten eine Reihe von Veranstaltungen anbieten, beispielsweise die Ausstellung der Weiße-Rose-Stiftung zeigen. Die hängt auch brav in der Volkshochschule, in der Geschäftsstelle in Unterföhring. Aber wie Sie wissen, niemand kann sie betrachten. Wir haben sie aufgehängt. Wir hoffen noch, wir konnten ein bisschen verlängern bis in den März rein. Und wir hoffen, dass es noch Gelegenheit gibt, die Ausstellung näher zu betrachten. Es ist auch geplant, ein Gespräch noch mit Markus Schmorell. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir es durchführen. Es war ursprünglich eben auch geplant als ein Gang durch die Ausstellung, bei dem wir mit Herrn Schmorell einfach über seinen Onkel sprechen wollten. In welcher Form das jetzt realisiert werden kann, weiß ich noch nicht ganz genau. Wir werden Sie auf jeden Fall informieren. Eine Veranstaltung, ein Gespräch mit Herrn Schmorell wird es auf alle Fälle geben. Heute Abend freue ich mich, dass ich Ihnen Frau Professor Gebhardt vorstellen kann. Sie ist Journalistin, Historikerin, Professorin an der Uni in Konstanz. Sie hat ganz viel publiziert schon, also eben nicht nur journalistisch für die Süddeutsche Zeitung, für die Zeit. Ein Buch geschrieben über Pädagogik, die Angst vor dem kindlichen Tyrannen, eine Geschichte der Erziehung. Sie hat über Rudolf Steiner geschrieben, über die deutsche Frauenbewegung geschrieben. Sie hat über die wenig historisch bearbeitete Vergewaltigung von deutschen Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs ein Buch geschrieben, das einige Diskussionen provoziert hat. Und 2017 hat sie sich näher mit der Weißen Rose beschäftigt. Ein dickes Buch entstanden mit dem Untertitel „Wie aus ganz normalen deutschen Widerstandskämpfer wurden“. Der Untertitel ist klar. Er antwortet natürlich auf andere Publikationen, die sich mit den Tätern beschäftigt hat, wie aus ganz normalen Menschen Mörder geworden sind. Das Buch von Browning und später auch von Harald Welzer, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und die spannende Frage, die sozusagen in diesem Buch bewegt wird, was an diesen Biografien identifizierbar ist, woraus sich ableiten lässt, dass man im Grunde diese Widerständigkeit, dieses Querdenken, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn dieser Begriff nicht so heute ganz in ganz anderem Kontext da verwendet worden ist, aber es stimmt natürlich, Andersdenken als viele andere, sich einen moralischen Kompass sozusagen entwickelt zu haben und eben auch zum Widerstandskämpfer geworden ist. Das Thema ist, denke ich, besonders interessant, weil, wie Sie ja alle wissen, die Wahrnehmung der Geschichte der Weißen Rose ja in der Nachkriegszeit ja einige Wendungen genommen hat. Über viele Jahrzehnte, kann man fast sagen, ist das Buch von Inge Scholl maßgeblich gewesen. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass man differenzierter auf die Gruppe schaut. Da werden wir heute Abend Gelegenheit haben, mit Frau Gebhardt zu diskutieren. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen in der Blackbox der Volkshochschule. Eine absurde Situation. Wir sind allein im Raum, ja. Aber wir wissen, dass Sie zuschauen. Ja. Viel Vergnügen Ihnen allen und herzlich willkommen hier in Ismaning, Frau Gebhardt. Danke. Am 22. Februar 1943 wird das Ehepaar Scholl davon überrumpelt, dass sie sich kurzfristig von ihren Kindern verabschieden sollen. Überrumpelt, weil gerade erst die Verhandlung geendet hatte, die 3,5 Stunden, in denen der Präsident des Volksgerichtshofs Roland Freisler Hans und Sophie Scholl und einen ihrer Mitstreiter zum Tod durch Fallbeil verurteilt hatte, aufgrund der Beschuldigung von Hochverrat, Feindesbegünstigung und Wehrkraftzersetzung. Die Eltern haben sofort
mittags um 2 ein Gnadengesuch eingereicht für ihre beiden Kinder. Doch wird dieses Gnadengesuch am Ende kein Gehör finden. Stattdessen kriegen sie mitgeteilt, sie könnten sich nun von ihren Kindern verabschieden. Diese Szene möchte ich als Einstieg wählen und Ihnen meine Rekonstruktion dieser Stunde vorlesen, die basiert auf den Erinnerungen von Inge Scholl, der ältesten Schwester, die nicht dabei war, die es also selbst nur aus Hörensagen weiß. Zwischen 16 und 17 Uhr am 22. Februar können die Eltern Scholl ihre Kinder im Besucherraum des Gestapo-Gefängnisses Stadelheim sehen. Erst tritt ihnen ein blasser, abgemagerter Sohn in Trillich entgegen. Er beugt sich über die Barriere zum Besucherraum und reicht ihnen die Hand. Sein Gesicht ist abgezehrt, aber er scheint mit sich im Reinen zu sein. Seine Mutter bietet ihm Süßigkeiten an. Er lehnt ab. Sie fragt ihn, ob er Hass verspüre. Ich habe keinen Hass, ich habe alles, alles hinter mir, versichert er. Er trägt seinen Eltern Grüße auf, auch an seine Freundin Gisela. Dann kehrt er aufrecht in seine Zelle zurück. Dann wird Sophie vorgeführt. Sie trägt ihre eigene Kleidung, ihre Schritte sind bedächtig. Lächelnd nimmt sie die Süßigkeiten entgegen. Ach ja, gerne, ich habe ja noch gar nicht Mittag gegessen. Ihre Mutter nimmt noch wahr, wie frisch und rosig Sophies Haut aussieht. Nun wirst du also gar nicht mehr zur Tür hereinkommen, sagt sie. Ach, die paar Jährchen, Mutter. Sie ist erleichtert, dass ihre Eltern so gut durchhalten. Wir haben alles auf uns genommen, sagt sie. Und das wird Wellen schlagen. Wie erlöst wendet sie sich ab. Da ruft ihr die Mutter zu. Gell, Sophie, Jesus. Ja, aber du auch. Sie geht lächelnd davon. Schon eine Stunde später sind die Geschwister tot. Im Hinrichtungsprotokoll werden Uhrzeit, Zeugen und die ordnungsgemäße Tötung im besten Amtsdeutsch nach Berlin vermeldet. Zitat: Die Fallschwertmaschine war, durch einen schwarzen Vorhang verdeckt, verwendungsfähig aufgestellt. Von der Übergabe bis zum Fall des Beiles vergingen 6 Sekunden. Nach der Abnahme von der Fallschwertmaschine wurden der Körper und das Haupt der Verurteilten in einen bereitgestellten Sarg gelegt und dem Polizeipräsidium München zur Verbringung in den Perlacher Friedhof übergeben. Der Beamte, der dies aufschrieb, hat nur eine persönliche Beobachtung angefügt. Die Verurteilte wirkte ruhig und gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich rede heute über die wichtigste deutsche Widerstandsgruppe im Dritten Reich, die uns allgegenwärtig erscheint, nach der Briefmarken ausgewählt wurden, nach der Schulen benannt wurden, Straßen. Und ganz besonders Sophie Scholl scheint in diesem Jahr besonders gegenwärtig zu sein. Sie feiert am 9. Mai ihren 100. Geburtstag. Doch allgegenwärtig heißt, dass sie auch in allen möglichen Kreisen der Gesellschaft allgegenwärtig ist, die man so auf den ersten Blick nicht mit der Weißen Rose in Zusammenhang bringen würde. Die AfD hat ein Plakat gedruckt mit der Parole: Sophie Scholl würde AfD wählen. Und es gibt Querdenker, Corona-Leugner, die sich selbst mit Sophie Scholl identifizieren. Dieser Sachverhalt zeigt mir, wie wichtig es ist, sich immer wieder in jeder Generation an die tatsächliche Rolle der Weißen Rose im Nationalsozialismus zu erinnern. Und ich habe ausdrücklich diese emotionale und auch harte Abschiedsszene gewählt, um einmal nochmal deutlich zu machen, unter welchen extremen Bedingungen Widerstand damals ablief und um zweitens Ihnen vorzuführen, welche große Rolle bis zum Schluss die Familie der Widerstandskämpfer gespielt hat.
Die Frage, die mich umtreibt, seitdem ich mich mit der Weißen Rose beschäftige, ist die nach den persönlichen Voraussetzungen. Was macht eigentlich einen Widerstandskämpfer aus? Wie sieht so ein Weg in den Widerstand damals aus? Immerhin waren die Mitglieder der Weißen Rose privilegierte, bürgerliche Jugendliche, die keinesfalls verfolgt waren im Nationalsozialismus, die keinesfalls einer Gruppe angehört haben, die um ihr Überleben kämpfen musste und die auch nicht, wie manche Kreise im Widerstand, aus patriotischen oder gar aus militärischen Gründen Adolf Hitler bekämpfen wollte. Sie hätten sich gut arrangieren können, sie hätten gut unter dem Radar bleiben können und den Nationalsozialismus überleben können. Diese Frage nach dem Woher und Warum der Weißen Rose wurde seit 1945 immer wieder gestellt und immer wieder unterschiedlich beantwortet. Und die Antworten zeigen uns, dass sie jeweils mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun haben und mit dem, was aktuell gefragt und gefordert ist. Der Weg in den Widerstand ruhte direkt 1945 bei der ersten Gedenkfeier für die Weiße Rose anlässlich der Eröffnung des Bayerischen Landtags im Uni-Gebäude auf zwei Säulen, nämlich auf dem christlichen Glauben und auf der Bildung. Auf diesen beiden Grundlagen standen die Mitstreiter der Weißen Rose, dachte man damals, und hatte auch guten Grund, davon auszugehen, denn das Ziel dieser sich neu aufrichtenden deutschen Gesellschaft war es, Werte zu finden, an die man anschließen konnte. Und diese Werte meinte man in den christlich-abendländischen Normen und Werten zu finden. Man hat also versucht, die Weiße Rose in einen Zusammenhang zu stellen, an den man anknüpfen konnte beim Wiederaufbau Deutschlands. Die nächste Interpretationsphase, die wir teilweise bis heute noch erleben, ist eine, die davon ausgeht, dass die Weißen Rose weniger wegen dieser langfristigen Voraussetzungen, der persönlichen Voraussetzungen in den Widerstand gegangen sind, sondern wegen ihrer direkten und persönlichen Erfahrung im Nationalsozialismus. Sie sehen hier ein Bild von BDM-Mädchen. Alle Mitglieder der Weißen Rose waren im BDM bzw. in der HJ und haben dort ihre mehr oder weniger konfliktreichen Erfahrungen gemacht. Und ein zweiter Deutungsstrang der Entwicklung der Weißen Rose verweist auf die Kriegserfahrungen. Die These ist, dass durch die Erfahrung an der Front der Männer der Weißen Rose sich der Widerstand quasi als notwendig herausgestellt habe. Ich möchte beide Argumente auf jeden Fall integrieren in meine Deutung der Geschichte der Weißen Rose, aber ich meine, damit reicht man nicht weit genug, denn die Frage bleibt immer noch im Raum stehen, warum gerade diese jungen Leute in den Widerstand gegangen sind. Immerhin gab es doch eine ganze Reihe von jungen Menschen damals, die sich auf christlich-abendländische Werte berufen konnten. Und es gab natürlich sehr viele junge Menschen, die Erfahrungen mit den Hitlerjugendorganisationen gemacht hatten oder die an der Front gekämpft hatten. Also ich bin der Meinung, man muss noch weitergehen und man muss den Protagonisten quasi mehr auf die Pelle rücken, näher an sie heranrücken, um herauszufinden, was sie in die Lage versetzt hat, so mutig und so autonom zu handeln. Und da ist meine These, dass wir uns auf jeden Fall mit ihrer Sozialisation beschäftigen müssen. Sozialisation in der Hinsicht, dass wir uns ihr Elternhaus anschauen müssen, wie sie erzogen worden sind, direkt, aber auch in welchem allgemeinen Erziehungsklima sie in Elternhäusern aufgewachsen sind. Wir müssen uns anschauen, wie ihre Kindheit und Jugend verlief, wie sie durch die Adoleszenzkrisen in ihrer Jugend gekommen sind und wie sie auf diesem Weg
ein moralisches Bewusstsein entwickeln konnten, das sie dann letztlich für den Widerstand prädestinierte. Ich habe das leider nicht im... Okay, wir sind jetzt bei der Folie Erfahrung im NS. Also es ist noch nicht viel passiert. Das erste Bild ist das Titelbild meiner Präsentation, Der Weg in den Widerstand. Ein nahes Porträt von Sophie Scholl, ungefähr in dem Alter, in dem sie dann auch in den Widerstand ging. Die nächste Folie zeigt Sophie Scholl bei der Lektüre, soll zeigen eben, dass sie, so wie die anderen Protagonisten auch, sehr belesen war, sehr viel sowohl in klassische Bildung investiert hat, als auch sich mit religiösen Schriften beschäftigt hat, als auch allgemein mit Belletristik und besonders auch mit Poesie. Und das dritte Bild zeigt eine Gruppe von BDM-Mädchen in der Stadt. Es könnte eine Kleinstadt sein, wie jene, in der die Geschwister Scholl aufgewachsen sind. Ich komme jetzt zu meinem ersten Punkt, dem Elternhaus der Geschwister Scholl, und möchte jetzt erstmal hauptsächlich von Sophie Scholl reden. Erstens, weil sie diesen runden Geburtstag vor sich hat, aber auch, weil sie im Moment immer mehr zu der wichtigsten Symbol der Figur der Weißen Rose wird, auch wenn sie faktisch gar nicht die wichtigste Mitstreiterin war, so scheint sich doch unsere Erinnerung am meisten um sie zu kreisen. Wir sehen hier das Rathaus von Forchtenberg, ein imposantes Gebäude in einem imposanten mittelalterlichen Städtchen auf der Hälfte der Strecke zwischen Würzburg und Stuttgart, im Hohenloheschen, das ist also eine fränkisch-schwäbisch geprägte protestantische Region. In diesem Rathaus lebt die Familie Scholl zwischen 1920 und 1930, also die ersten älteren Geschwister von Sophie Scholl sind noch vorher woanders geboren, aber Sophie Scholl und die Geschwister, die nach ihr kamen, sind dort geboren. Im Bürgermeisterhaus zu wohnen bedeutete damals automatisch, dass man zur Elite des Ortes gehört, dass man mit den Kindern spielt, die ebenfalls aus Familien kommen, die in einer gewissen Weise zur Oberschicht des Städtchens gehört haben, also den Kindern der anderen akademisch Gebildeten meist. Es war ein komfortables Leben, in dem Musik, Kunst, Literatur und Religion eine große Rolle gespielt hat. Man könnte es in einem Wort als ein bürgerliches Elternhaus beschreiben. Hier rücken wir etwas näher der ganzen Familie Scholl. Sie sehen, wenn Sie von oben beginnen, im Uhrzeigersinn, die Mutter Lina, den Vater Robert, die älteste Tochter Inge, rechts außen Hans Scholl, dazwischen das Mädchen mit dem weißen Hemd Elisabeth, in der Mitte vorne Sophie Scholl und links außen Werner Scholl. Das Bild hat für mich eine Anmutung einer geschlossenen, informellen, fröhlichen Familie. Und nicht umsonst war der Leitspruch der Familie ein Goethe-Zitat, allen Gewalten zum Trutz. Also eine Familie, die nach innen geschlossen auftritt und nach außen ihre Werte und ihre Fassade zu wahren weiß. Wenn man ein bisschen genauer Bescheid weiß, merkt man allerdings, dass auf diesem Foto jemand fehlt, nämlich Emil Krühle. Das war das erste Kind, das Kind aus einer vorehelichen Beziehung von Robert Scholl, von dem seine Halbgeschwister lange nicht einmal wussten, dass er ein Halbbruder ist. Er hatte also nach außen hin das Etikett Pflegesohn und so versuchte also die Familie Scholl in dieser kleinstädtisch-bürgerlichen Umgebung nach außen die Fassade zu wahren.
Robert Scholl, das Familienoberhaupt, war ein sozialer Aufsteiger, der ursprünglich vom Elternhaus her aus einer bäuerlichen Familie kam und sich dann über eine mittlere Verwaltungsausbildung hochgearbeitet hat. Er war zunächst in einem Polizeidienst und in einem Steueramt und hat dann die Chance erhalten, in einem kleinen Städtchen Ingersheim, 1500 Einwohner in der Nähe von Crailsheim, die Position des zweiten Bürgermeisters zu übernehmen, war da sehr erfolgreich und hat dann in Feuchtenberg das erste Bürgermeisteramt übernommen. Vielleicht vermittelt das Bild auch ein bisschen seine Charakterzüge. Er wird als sehr selbstsicher, sehr überzeugt von sich beschrieben, streng. Er hatte ein gewisses Sendungsbewusstsein und hatte wohl allgemein das Gefühl von sich immer zu wissen, was das Richtige ist. Diese Fähigkeiten, diese Durchsetzungsfähigkeit und dieses Sendungsbewusstsein haben ihn offenbar sehr gut qualifiziert für seine Rolle als Bürgermeister. Er hat es geschafft, Feuchtenheim in die Moderne zu führen, indem er dazu beitrug, dass die Stadt an die Bahn angeschlossen wurde, dass sie an die Kanalisation angeschlossen wurde, dass Gewerbe aufblühen konnte. Er war also ein sehr tüchtiger Bürgermeister, aber er hatte eine große Schwäche und das war seine fehlende Volksnähe. Er hat sich also nicht gern mit seinen Untertanen in Anführungszeichen gemein gemacht und mit ihnen Wein getrunken, sondern er ist lieber zum Fluss gegangen, wo er dann skandalöserweise nackt baden ging. Er hat großstädtische Zeitungen gelesen, er galt als Pazifist und all das zusammengenommen führte dazu, dass er trotz seiner Erfolge bei seinem Gemeindevolk nicht so erfolgreich war, wie er sich gewünscht hätte und 1929 dann aus dem Amt gewählt wurde. Und dieser Moment scheint mir ein ganz kritischer in der Familiengeschichte Scholl gewesen zu sein, denn das bedeutete in einer Zeit der Wirtschaftskrise nicht nur kein Einkommen mehr zu haben, sondern auch kein Dach über dem Kopf. Da die Familie ja im Bürgermeisteramt wohnte, musste sie ihre Wohnung verlassen und war erstmal auf der Straße und ohne Einkommen. Und das Wirtschaftliche ist die eine Seite, der Autoritätsverlust und der Sturz vom Thron als Patriarch und Familienoberhaupt ist das andere. Und das ist aber ein Moment, in dem die schöne Fassade der Familie Scholl ins Wanken kommt. Kommen wir noch kurz zur Mutter der Geschwister Scholl, Magdalena, Lina genannt, Scholl. Sie war 10 Jahre älter als Robert Scholl. Sie war ein Mädchen auch aus einfachen Verhältnissen, das sich eigentlich ganz dem Leben für Christus und für die Fürsorge und Nächstenliebe entschieden hatte. Sie hatte den Schleier der Diakonistin genommen und damit auch das Gelübde abgelegt, nicht zu heiraten, und wurde dann durch ihre Arbeit in einem Militärlazarett eingesetzt als Krankenschwester, und dort hat sie Robert Scholl kennengelernt, was offenbar eine große Liebe auslöste, denn sie legte ihren Schleier wieder ab, nahm ihr Gelübde zurück, was nicht leicht war für sie, und hat diesen 10 Jahre jüngeren Soldaten geheiratet. Also er war da in dem Moment als Weltkriegssoldat verletzt in dem Lazarett. So haben sie sich kennengelernt. Ihre pietistisch-religiöse Ader hat sie dadurch natürlich nicht abgelegt. Also sie hat ihr ganzes weiteres Leben sehr in den Dienst der Allgemeinheit und der Nächsten gestellt. Sie war nicht nur eine sehr tüchtige und engagierte Mutter, die sich, was damals nicht selbstverständlich war, sehr intensiv mit der Erziehung ihrer Kinder beschäftigt hat, sondern sie hat sich eben immer wieder auch gemeinnützig oder im Dienst an Nachbarn betätigt. Das Paar ist nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch auf den zweiten Blick
eigentlich ein sehr unterschiedliches. Er war nicht religiös, sie war sehr religiös. Er hatte wenig Respekt vor den bürgerlichen Normen und hat sie auch mal gebrochen. Sie war eher vorsichtig, zurückhaltend. Aber sie hatten eben auch eine große Gemeinsamkeit, und das war die Idee, für die Allgemeinheit wirken zu wollen. Diese Familien- und Erziehungsklima hat natürlich auf jedes der 5, eigentlich 6 Kinder Scholl ganz unterschiedlich gewirkt. Wir wissen ja heute, dass die Geschwisterposition ein ganz entscheidender Faktor ist. Nicht nur die Frage, wer sind die Eltern oder das Geschlecht, sondern auch die Position in der Geschwisterreihe. Sophie Scholl wird beschrieben als das Mädchen, das sich nicht nach der Mutter, sondern nach dem Vater ausgerichtet hat. Das sich also frühzeitig eher dünn gemacht hat, wenn es um die Pflichten im Haushalt ging, und stattdessen lieber in der Natur war, an keinem Wasser vorbeigehen konnte, ohne hineinzuspringen, aber vor allen Dingen sich schon frühzeitig mit Literatur, mit religiösen Schriften, aber auch mit Belletristik, mit Poesie beschäftigt hat. Und was auch eine ihrer herausragenden Stärken war, war das Zeichnen. Es sind von ihr im Institut für Zeitgeschichte Zeichnungen, kleine Karikaturen, Skizzen erhalten, von denen man sagen kann, dass sie ein Ausweis dafür sind, dass sie vielleicht auch hätte Künstlerin werden können. Ich komme jetzt zu dem zur Jugend der Geschwister Scholl auch nochmal mit besonderem Augenmerk auf Sophie Scholl. Nachdem die schöne harmonische Zeit in Feuchtenberg vorbei war, zog die Familie um, erst nach Ludwigsburg und dann nach Ulm, wo Robert Scholl wieder Fuß fassen konnte, nun nicht als Bürgermeister, sondern als Steuerprüfer. Und das ist nun die Zeit, in der Sophie Scholl und Hans Scholl die Schule hinter sich haben und nun in das Alter kommen, wo sie sich entscheiden müssen, ob sie in die NS-Jugendorganisation gehen. Es war ja in den ersten Jahren nach 1933 noch freiwillig. Das heißt, es war durchaus eine Entscheidung und ein Zeichen, ob ein Jugendlicher damals in die Hitlerjugend eingetreten ist. Und siehe da, unser Hans Scholl ist bereits 1933 im März in die Hitlerjugend eingetreten und hat dort nicht nur passiv die Freizeitangebote, wenn man das mal so salopp sagen möchte, wahrgenommen, sondern er hat sich sehr früh qualifiziert zu Führungspositionen. Das war eigentlich das, was ihn daran fasziniert hat. Andere Jugendliche anführen. Er hat da offensichtlich vieles von seinem Vater mitbekommen an Ideen, wie man eine Gemeinschaft führt, und hat sich nun außerhalb des Elternhauses sein eigenes Territorium gesucht, wo er das Sagen hat, wo er der Anführer ist. Er war offenbar durchaus auch ein harter Hund als Hitlerjunge. Also man sagt von ihm, dass er katholische Jungs, die nicht in die Hitlerjugend eintreten wollten, auch mal verprügelt hat. Aber auch Sophie Scholl hat sich sehr früh im BDM bewährt als Führerin von Gruppen, als eine durchaus strenge, die, wenn Mädchen nicht zum Dienst erscheinen wollten, in deren Elternhaus ging, um sich dort bei den Müttern zu beschweren, warum die Töchter nicht zum Dienst erscheinen. Also auch Sophie Scholl hat offenbar eine Anziehung erlebt durch die NS-Mädchenorganisation, die wir uns so erstmal nicht vorgestellt haben, wenn wir daran denken, wie es später weiterging und wie es für sie geendet hat. Was hat nun für sie und auch für ihren Bruder die Faszination ausgemacht? War es nun wirklich die nationalsozialistische Ideologie? War es das Abenteuer?
oder was war es? Ich denke, wenn man sich mit den Tagebüchern und Briefen aus dieser Zeit beschäftigt, dann wird man ein sehr ambivalentes Bild zu dieser Frage bekommen. Auf der einen Seite haben sich die jungen Geschwister tatsächlich sehr bewährt in den Jugendorganisationen, haben Verantwortung übernommen. Das ging so weit, dass Hans Scholl 1935 als Fahnenträger beim Reichsparteitag in Nürnberg einzog. Sie haben aber auf der anderen Seite dort auch, vielleicht wegen eines gewissen elitären familiären Hintergrunds und Selbstverständnisses, auch das Recht rausgenommen, sich den Dienst selber zu gestalten, eigene Vorstellungen zu verwirklichen. Sie wollten also ihr Individuum sein, ihre individuellen Vorstellungen nicht ganz aufgeben. Und das äußerte sich zum Beispiel darin, dass Hans Scholl in der Hitlerjugend Traditionen aus anderen Jugendorganisationen integrieren wollte, also aus Jugendorganisationen, die im Nationalsozialismus längst verboten waren. Das konnte sich dann an ganz kleinen Symbolen oder Merkmalen zeigen, beispielsweise die Farbe der Wimpel oder die Zeltform, wenn man auf Fahrt ging, oder die Lieder, die man auf Fahrten miteinander sang. Also in so kleinen, für uns heute harmlosen Details zeigte sich, dass Hans Scholl eben doch nicht ganz der stromlinienförmige, gleichgeschaltete Hitlerjunge war. Ähnlich Sophie Scholl, auch sie hat aus welchem Grund auch immer beim Nähen von Wimpeln die falschen Wimpeln genäht. Jedenfalls haben sie sich innerhalb der NS-Jugendorganisation einerseits bewährt und bewiesen, aber andererseits sich auch schon als nicht ganz leicht ins Kollektiv einordnende Personen erwiesen. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass sich die beiden Geschwister, aber in erster Linie Hans Scholl, unbeliebt machten in der Hitlerjugend. Es gab eine Zeit, dann 1937, als die Hitlerjugend immer mehr versuchte, alle Elemente anderer Jugendkulturen auszumerzen. Und als man begann, Jugendliche zu säubern, die nicht der reinen Kultur der Hitlerjugend entsprachen. Und in dieser Zeit ist dann tatsächlich Hans Scholl angezeigt worden. Zum einen wegen eben der Verwendung falscher Symbole, das nannte man dann bündische Umtriebe, und zum anderen wegen homosexueller Umtriebe. Also man hat ihn beschuldigt, sich sexuell mit einem anderen Jungen während einer Fahrt betätigt zu haben, was er auch zugegeben hat. So wurde Hans Scholl in einem, also tatsächlich einmal vom Elternhaus abgeholt und kam auch kurz in Haft, hat auch eine Verhandlung erlebt, wurde dann allerdings durch eine allgemeine Amnestie freigesprochen. Also es hatte für ihn keinerlei Auswirkungen. Interessant finde ich, er hat sich auch davon noch nicht so weit erschrecken lassen, dass er seine Mitgliedschaft in der HJ hätte ruhen lassen. Er ist also bis zum Studium formell HJ-Mitglied geblieben. Aber es ist auf jeden Fall ein erster Moment im Leben der Geschwister, wo sie nicht nur im Elternhaus mit Gegenwind zu kämpfen haben, weil der Vater sehr unwirsch und sehr unglücklich reagiert hat auf die Mitgliedschaft seiner Kinder in der Hitlerjugend. Es kam regelmäßig zu großen Streit und Szenen mit Tränen, weil Hans Scholl ein Hitlerbild aufhängen wollte und sein Vater kam und das Hitlerbild wieder abgehängt hat, sondern sie haben gleichzeitig außerhalb des Elternhauses mit ihren Hitlerjugendorganisationen erste Konflikte erlebt. Jetzt sind wir so weit, dass die Schule vorbei ist. Sophie Scholl hat das Abitur abgelegt und hat eigentlich auch schon einen Plan fürs Leben gefasst, nämlich sie möchte nach München und Biologie studieren und Philosophie studieren. Aber sie ereilte das Schicksal, das damals alle jungen Menschen ereilte, nämlich dass sie
merken musste, dass das Leben so nicht läuft, dass man nicht die Schule abschließt und dann erstmal reist oder studiert oder gar nichts tut, wie das heutzutage der Fall ist, sondern dass der Staat ruft und einem sagt, was man jetzt als nächstes zu tun hat. Das heißt, in ihrem Fall, Sophie Scholl, drohte wie allen damals der Reichsarbeitsdienst, der 6 Monate oder auch 12 Monate dauern konnte. Und dann, wenn sie Pech hatte, nochmal der Kriegshilfsdienst. Und um dieser Fremdbestimmtheit etwas Eigenes, eine eigene Entscheidung entgegenzusetzen, hat sie eine Kindergärtnerin-Ausbildung begonnen. Also etwas ganz anderes, als sie eigentlich machen wollte. Und auch etwas, was nicht unbedingt ihrem Selbstbild entsprach, weil es hieß, jemand, der eine Kindergärtnerin-Ausbildung macht, muss dann nicht mehr zum Reichsarbeitsdienst oder zum Reichshilfsdienst. Sie hat also ein Jahr im Fröbel-Seminar in Ulm die Ausbildung gemacht, hat sich da bei der Gelegenheit mit Pädagogik beschäftigt und auch eine Zeit lang dann einen Kindergarten selbstständig geleitet. Und als es vorbei ist, passierte genau das, was sie befürchtet hatte. Sie wurde trotzdem zum Reichsarbeitsdienst eingeteilt nach Krauch und Wies, nochmal eine Zeit in Massenunterkünften, nochmal eine Zeit, die morgens mit dem Fahnenappell begann, mit Leibesertüchtigung, wie es damals hieß, mit ideologischer Indoktrination oder dann mit Unkrautjäten, wenn sie zum Arbeiten bei einem Bauern eingeteilt wurde. Und das ist eine Zeit 1941, in der Sophie Scholl sehr unglücklich war und wo sich auch etwas herauskristallisiert, was sie dann sicher auf die schiefe Bahn gebracht hat, wenn man es so sehen möchte. Sie hat sich immer unwohler gefühlt zwischen den anderen, die in ihren Augen alberne Mädchengespräche führen, die sich nur für Kosmetik und für Jungs oder Männer interessieren, die verständnislos sind, wenn sie mit ihrem Augustinus, das war damals ihre Lektüre, im Bett verschwindet und sich nicht beteiligen möchte an den allgemeinen Unterhaltungen und Vergnügungen. Also es ist eine Zeit, in der sie sich noch schärfer als zuvor beim BDM als Individuum begreift, Konturen bekommt einer jungen Frau, die auch ihr Frausein im Nationalsozialismus als Problem lernt zu begreifen, denn natürlich lernt sie im Reichsarbeitsdienst auch, was die Rolle der Frau im Nationalsozialismus mal sein soll, nämlich in erster Linie Mutter zu werden und Kinder zu zeugen. Genau das ist aber nicht ihre Vorstellung. Sie will nicht in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Sie hat ganz eigene Ideen. Und in diesem Umfeld von anderen Frauen, die sehr viel weniger Ecken und Kanten zeigen, bildet sich bei Sophie Scholl eine weibliche Identität heraus, die sie in einem Satz mal zusammenfasst: Ich bin lieber intelligent als hübsch. Wir sind jetzt im Jahr 1941 und verlassen so langsam die Adoleszenz. Die Sozialisation ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch ein weiteres wichtiges Feld der Sozialisation, nämlich wir nennen es heute die Peer-Sozialisation, also das beeinflusst werden, das erzogen werden durch die Gleichaltrigen. Und jetzt möchte ich endlich die anderen jungen Mitstreiter der Weißen Rose mit einbeziehen in meinen Vortrag und ich sie hier jetzt mit diesem Überblicksbild Ihnen vorstellen, die anderen Teilnehmer. Auf dem großen Bild sehen Sie natürlich Hans Scholl, über den haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört, der 1918 geborene Sohn, der aus diesem Vater-Sohn-Konflikt wegen der Hitlerjugend gerade herausgekommen ist, der beschließt, Medizin zu studieren und nach einer Sanitätszeit und einem ersten Einsatz in Frankreich als Wehrmachtssoldat nun
in München Fuß fasst an der Münchner Universität in der Studentenkompanie. Das war also eine Kompanie, die aus Medizinstudenten zusammengesetzt war, die immer abwechselnd an der Universität lernen, im Hörsaal und dann wieder auf dem Sanitätsplatz an der Front. Also eine wirklich harte und sehr, wie soll ich sagen, eine sehr realistische Art, Arzt zu werden, wenn man nach wenigen Monaten der Ausbildung bereits auf dem Verbandsplatz seine Kameraden verbinden muss. Wenn wir gegen den Uhrzeigersinn links oben weitergehen, sehen wir Christoph Probst, auch 1918 geboren, ein Junge, der auch Medizin studiert. Das ist die Klammer, das ist das, was sie alle zusammenbringt, mit einem ganz anderen familiären Hintergrund. Er ist geboren in Murnau am Staffelsee in einer Familie, die sich in den Avantgarde-Künstlerkreisen bewegt, mit einem Vater, der Sanskrit-Gelehrter ist und über ein Vermögen verfügt, sich die Zeit hat, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, mit der zeitgenössischen sogenannten entarteten Kunst auseinandersetzt, in eine Familie, in eine Patchwork-Familie, denn die Eltern trennen sich. Es kommt eine zweite Frau ins Haus, die einen jüdischen Familienhintergrund hat. Das ist also auch der einzige, der Mitstreiter der Weißen Rose, der aus eigener familiärer Erfahrung etwas sehen kann, was die jüdische Existenz im Nationalsozialismus bedeuten konnte. Christoph Probst hat eine ganz andere Art von Adoleszenzkrise als Hans Scholl hinter sich, nachdem sein Vater sich suizidiert hat. Musste er im Alter von 17 Jahren plötzlich die Verantwortung übernehmen für diese Stiefmutter und die beiden Schwestern. Also früh mit einem brutalen Fußtritt in die Erwachsenenwelt katapultierter junger Mann mit einem eher bohemienartigen Familienhintergrund, der nicht getauft ist, der sich irgendwann im Leben seine Religion wählen soll. So war das der Wunsch der Eltern, die ihn generell eher einer reformpädagogischen Erziehung haben zuteil werden lassen. In der Mitte sehen wir Alexander Schmorell. Auch er hat einen ganz spannenden familiären Hintergrund. Er ist am Ural geboren, in Orenburg, weil sein Vater aus einer ostpreußischen Pelzhändlerfamilie stammte und sein Vater nun in Russland als Arzt tätig ist. Seine Mutter ist auch Russin, er ist russisch-orthodox und wächst zweisprachig auf und kommt erst im Alter von 4 Jahren nach Deutschland, nach München, nach dem Tod seiner Mutter und wächst aber weiterhin in einem russisch sprechenden Klima auf, weil sie auch eine russische Kinderfrau haben, auch in einem sehr großbürgerlichen Zuschnitt. Sein Vater fördert seine diversen Leidenschaften wie Reiten, Fechten, Buchbinden. Er ist also ein sehr freier und breit interessierter, auch künstlerisch begabter junger Mann, der nun gleichzeitig mit den anderen beginnt, Medizin zu studieren. Und unten sehen wir nun den letzten der Kerngruppe der jungen Mitstreiter, Willi Graf. Willi Graf hat als einziger keine Erfahrung mit der Hitlerjugend. Er ist also, wenn man so will, der früheste Widerstandskämpfer in dieser Gruppe, denn er hat sich als Kind einer katholischen Familie aus dem Saarland frühzeitig geweigert, die katholische Jugendbewegung zu verlassen und in die Hitlerjugend einzutreten, hat dadurch auch Probleme bekommen, nicht nur mit der Hitlerjugend, sondern auch mit seinem Vater, der ein
Großwirt ist und für den es sehr wichtig ist, dass sein Sohn nicht auffällt, weil er eben auf seine Kundschaft Rücksicht nehmen möchte. Also Willy Graf hat ähnlich wie Hans Scholl, ähnlich wie Christoph Probst, eine sehr heftige Ablösungskrise in der Jugend hinter sich mit dem Elternhaus und ist nun gleichzeitig mit den drei anderen gewillt, in München Medizin zu studieren. Die junge Gruppe ist natürlich nicht nur von anderen jungen Menschen beeinflusst oder vom Elternhaus oder Lehrern, sondern auch von älteren Lehrern, die sie dann an der Universität treffen. Der bekannteste, auf den ich jetzt nur kurz eingehen möchte, aber über den wir später in der Fragerunde oder in der Diskussionsrunde gerne nochmal sprechen können, ist Professor Kurt Huber. Er war ein Musikwissenschaftler und Philosoph an der Münchner Universität und stieß bereits im Frühjahr 1941 zu dieser jungen Gruppe hinzu, nicht wissend, dass er irgendwann mal gefragt werden wird, ob er sich an Widerstandsaktionen gegen den Nationalsozialismus beteiligen möchte, sondern erstmal nur als Teil von Gesprächsrunden, von literarischen Zirkeln, zu denen sich die Weiße Rose immer wieder traf. Weiße Rose, wenn ich sage, heißt, dass es diese kleine Kerngruppe ist, aber auch viele andere Studierende, die sich über gemeinsame Lektüre kennenlernen, über gemeinsame Interessen für Literatur, für Konzerte, für Theater und bei dieser Gelegenheit sich abtasten und beginnen, sich über die Texte, die sie diskutieren, zu orientieren und Fragen zu stellen an ihre Gegenwart und an die politische Lage. Und eine Randfigur am Anfang war Professor Huber. Ich bin jetzt erstmal ausführlich auf die Kindheit und Jugend der Mitglieder der Weißen Rose eingegangen, auf die, wenn man so will, langfristigen Entwicklungslinien, die jetzt in der ersten Phase, habe ich das hier genannt, in den Widerstand gemündet sind. Wir wechseln also jetzt ein bisschen die Erzählebene oder den Erzählatem und ich gehe jetzt auf die Widerstandszeit der Weißen Rose kurz ein. Ich möchte das nicht so ausführlich machen, weil ich davon ausgehe, dass das eigentlich den meisten von Ihnen bekannt ist. Ich möchte Sie aber auch hier gerne bitten, mir später nochmal Fragen zu stellen, wenn etwas nicht klar ist. Begonnen hat es 1942 mit den schon von mir erwähnten Gesprächskreisen, Literaturzirkeln, Theaterabenden, also in einem Milieu intellektueller Neugierde und Sinnsuche, in der sich herausstellte, dass Hans Scholl und Alexander Schmorell auf einer Wellenlänge sind und auf eine uns heute nicht mehr rekonstruierbare Art und Weise sich darüber verständigen, dass es Zeit ist, etwas gegen den Nationalsozialismus zu tun. Diese erste Phase muss man sich allerdings eher als eine Phase der Orientierung und Bewusstmachung der jungen Menschen vorstellen. Sie treffen sich meistens im Haus von Alexander Schmorell und fangen an, aus ihren Lesefrüchten der philosophischen oder religiösen oder klassisch-philosophischen Lektüre Flugblätter zu Texten, mit denen sie ganz gezielt bestimmte Menschen ansprechen wollen. Die Idee ist, Widerstand in den Menschen hervorzukitzeln, indem man sie dazu bringt, über bestimmte Werte nachzudenken. Werte, die damals zumindest in der bürgerlichen Schicht vorausgesetzt werden als klassische Bildungsgüter. Deswegen strotzen diese Flugblätter am Anfang von Zitaten aus klassischen Werken, von
Appellen an das Gewissen der Menschen, an Appellen an den Bürgerstolz, an das Bewusstsein staatsbürgerlicher Rechte. Die Herstellung dieser Flugblätter war ausgesprochen mühsam. Man muss sich immer mal kurz vorstellen, wenn wir heute eine politische Initiative unterstützen, dann reicht es, irgendwo im Internet etwas zu unterschreiben, und gut ist es, und innerhalb von Tagen sind Hunderttausende von Unterschriften beisammen, und die können dann als Petition beispielsweise bei der Bundesregierung eingereicht werden. In der Phase war es schon gefährlich, überhaupt nur Papier zu kaufen, Briefmarken zu kaufen, Umschläge zu kaufen. Es war gefährlich, einen Vervielfältigungsapparat zu besitzen. Also ein äußerst mühseliges Unterfangen. Umso erstaunlicher, dass den beiden, die begonnen haben, Alexander Schmorell und Hans Scholl, es doch innerhalb von 3 Wochen gelang, 4 Flugblätter unters Volk zu bringen. Die Maschine, die Sie hier sehen, ist also ein Handabzugsgerät, mit dem man an der Kurbel drehte und dann Blatt für Blatt bedrucken konnte. So war dann das Resultat. Ich zeige Ihnen das jetzt hier nicht, damit Sie schnell den Text durchlesen, sondern damit Sie mal so eine Anmutung haben von dem Versuch, möglichst viel Text und möglichst viel Information auf einer Seite unterzubringen, damit man Papier spart, keinerlei Mühe darauf zu verwenden, was Lesbarkeit, Grafik, Layout angeht. Also wirklich, ich weiß nicht, wer von uns heute über so ein Blatt stolpern würde und das in die Hand nehmen würde und gewissenhaft durchlesen würde. Und unten stand dann auf den ersten 4 Flugblättern Weiße Rose, also als Absender quasi des Flugblattes, und die Bitte, man möge es doch abtippen und weiterreichen. Das war also die Idee. Man verteilt Flugblätter an Personen, denen man einigermaßen traut oder von denen man glaubt, dass sie einflussreich sind in der Gesellschaft, sogenannte Multiplikatoren, und die sollen dann die Flugblätter ihrerseits wieder abtippen und weitergeben. Es mag uns heute nicht wundern, dass das so gut wie niemand gemacht hat. Man glaubt heute zu wissen, dass jeder dritte Adressat dieser Flugblätter damit sofort zur Polizei gegangen ist. Also gar nicht das Risiko überhaupt auf sich nehmen wollte, dass man zu Hause möglicherweise so ein Flugblatt findet und lieber gleich zur Polizei geht. Diese erste Phase ist eine, wie gesagt, ein Versuch, mit wenig Einsatz Menschen über die Kognition, über den Intellekt, über ihre Ehre als deutsche Staatsbürger anzusprechen. Sie endet abrupt damit, dass sie jungen Männer wieder abkommandiert werden an die Front. Diesmal geht es an die Ostfront. Und da stellt sich nun heute in der Forschung die Frage, was hat das nochmal für einen Antrieb oder für ein Momentum ausgelöst, weil wir wissen, dass nach diesem Kriegseinsatz die Widerstandsaktionen sich tatsächlich erheblich eskaliert und radikalisiert haben. Also die Vermutung ist, dass die Erfahrungen an der Ostfront nochmal die Überzeugung, dass der Nationalsozialismus bekämpft werden muss, verfestigt hat. Genau weiß man es nicht. Es kann sein, dass Hans Scholl tatsächlich eine Erfahrung hatte mit Massenerschießungen von Juden, also nicht als Teilnehmer, sondern dass sich das herumgesprochen hat. Man weiß eigentlich relativ wenig darüber, aber eines weiß man, dass die Begegnung mit den Gegnern an der Front, mit diesen sogenannten Untermenschen,
wie sie damals tituliert wurden, mit diesen sogenannten Sklavenvölkern, wie sie damals tituliert wurden, nicht das ausgelöst haben, was die Propaganda sich gewünscht hat, sondern genau das Gegenteil. Durch die Freundschaft mit einem Halbrussen, mit Alexander Schmorell, der russisch sprach, der sich mit der russischen Kultur auskannte, ergab sich im Gegenteil die Möglichkeit für die jungen Medizinstudenten, sich mit den angeblichen Feinden näher auseinanderzusetzen, sie kennenzulernen auf eine gewisse Art und festzustellen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, auf sie zu schießen. Also insofern war die Erfahrung der Ostfront auf jeden Fall nochmal ein Motor bei der weiteren Entwicklung. Als sie nun zurückkommen, wieder in München weiter studieren, haben sich ihre Überzeugungen gegen den Nationalsozialismus also wie gesagt verfestigt. Ich habe hier nur noch mal ein paar Stichworte aufgeführt, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, worum es ging in diesem Widerstand. Es ging also um die Ansprache der Ehre der Staatsbürgerschaft, den freien Willen und das Selbstverständnis von Bürgerlichkeit. Es ging um die Erinnerung an die Menschenrechte. Es ging um die Aussage, dass jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin das Recht auf einen brauchbaren Staat hat. Es ging immer wieder um eine christliche oder moralphilosophische Erinnerung daran, was Menschenrechte sind. Und nun in dieser zweiten und kritischen Phase des Widerstands gegen Ende des Jahres 1942 geht es nun auch um die Frage, habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, was nach der Niederlage Deutschlands kommt? Denn nun hat sich für die Mitglieder der Weißen Rose und sicher nicht nur für sie die Lage so dargestellt, dass der Krieg eigentlich nur noch verloren werden kann und dass es nun wichtig wäre, einen Frieden zu schließen, um noch einigermaßen sauber aus der Sache herauszukommen. Und ein letzter Punkt und der wichtigste in meinen Augen der Flugblätter ist der Hinweis auf den Holocaust. Es ist nicht ein Hinweis auf den Genozid, von dem wir nicht wissen, wie weit er bekannt war, aber es ist ein Hinweis auf die Erschießung von 300.000 polnischen Juden. Und damit haben sich die Mitglieder der Weißen Rose auch im Grunde bis heute eine Sonderstellung im deutschen Widerstand verdient, denn sie sind die einzigen Widerstandskämpfer gewesen, die als ein Motiv oder ein Argument, ein Appell zum Widerstand auch die Ermordung von Juden aufgeführt haben. Wir sind jetzt Ende 1942, Jahreswechsel 1942-1943, in der die ganze Widerstandsaktion anfängt, sich unglaublich zu beschleunigen und, wenn man so will, auch zu eskalieren. Ein Aspekt ist, dass die Flugblätter nun nicht mehr in 100 Exemplaren, sondern in Tausenden von Exemplaren hergestellt werden. Die jungen Leute haben also Tag und Nacht nur noch vervielfältigt. Sie haben begonnen, die Kreise zu erweitern. Sie haben Kontakt aufgenommen mit anderen Widerstandskämpfern, was eine unglaublich schwierige und prekäre Aufgabe war, der sich vor allem Willi Graf gestellt hat. Denn man musste ja in solchen Annäherungen so vorsichtig sein, dass nicht der Gegenüber nun auf die Idee kommt, einen anzuzeigen. Also man musste vorsichtig sich herantasten und versuchen, Sympathisanten und mögliche Mitstreiter zu finden. Man begann, den Raum zu erweitern, um den Nationalsozialisten zu bedeuten, dass es hier nicht nur ein lokaler Widerstand in München ist, sind die Mitstreitenden in den Zug gestiegen und haben die Flugblätter in weit entfernte Städte gebracht und dort ausgelegt und verteilt, beispielsweise in Graz oder in Linz, aber auch in der Mitte und im Norden Deutschlands.
um eben den Eindruck zu erzeugen, dass es sich um ein riesiges Netzwerk handelt. Anfang des Jahres 1943 ist auch klar, dass in Stalingrad eine entsetzliche Niederlage erlebt wird, dass der Krieg sich so gewendet hat, das Kriegsschicksal sich so gewendet hat, dass man davon ausgehen muss, dass der Krieg verloren geht. Sicher ein Grund, nochmal aufs Gas zu treten und die Widerstandsaktionen zu beschleunigen. Die Mitglieder gehen nun dazu über, Flugblätter im öffentlichen Raum auszulegen, beispielsweise in Telefonzellen oder auf Autodächern. Und als nächsten und noch gefährlicheren Schritt Wandparolen anzubringen, in der Unigegend, in der ganzen Innenstadt nachts loszuziehen und mit Farbe und Eimer Wandparolen an die Häuser anzubringen, beispielsweise mit dem Satz Nieder mit Hitler. Und dann im Anfang Februar nochmal eine Beschleunigung durch eine völlig schiefgelaufene Jubiläumsfeier an der Münchner Universität. Es kommt ein hochgestellter Nationalsozialismus zur Feier dieses Jubiläums an die Uni und hält eine Rede des Inhaltes, dass die Studentinnen hier im Raum doch bitteschön nach Hause gehen sollen und aufhören sollen zu studieren, weil sie hätten Besseres zu tun, nämlich Nachwuchs für den Führer zu erschaffen. Und das empört nicht nur die Studentinnen, sondern auch die Studenten einigermaßen, was wiederum Handgreiflichkeiten und Tumulte nach sich zieht. Es kommt Polizei, Hunderte von Frauen werden abgeführt, einige werden auch abtransportiert zum Verhör. Und dieser Eindruck dieses Tumultes an der Universität scheint bei den Studenten der Weißen Rose auch nochmal einen Aha-Effekt ausgelöst zu haben. Da geht was, die Bevölkerung steht hinter uns, die Unruhe wird immer stärker, der Nationalsozialismus ist ins Taumeln geraten. Und diese völlig irrige Annahme, diese große Fehleinschätzung war wahrscheinlich der Anlass, warum dann am 18. Februar Sophie Scholl und Hans Scholl den letzten und ultimativen Streich wagen, nämlich bei helllichten Tag Flugblätter an der Münchner Universität auszulegen, im Hauptgebäude, in der Aula, auf dem Treppengeländer. Man nimmt an, dass die Sophie Scholl dabei gegen einen Stapel von Flugblättern gestoßen ist und die Flugblätter sich dann also runtergefallen sind von der Empore in den Lichthof der Universität. Und das hat ein Hausmeister beobachtet, der daraufhin sich an die Fersen der beiden geheftet hat. Die Uni wurde abgeschlossen, die Polizei wurde gerufen und die beiden wurden abgeführt und ins Gestapo-Gefängnis im Wittelsbacher Palais gebracht. Das ist also die Situation am 18. Februar. Wir können uns heute natürlich fragen, wie kam es dazu, dass sich in den letzten Wochen und Monaten da so ein Momentum ereignet, dass sich die Weiße Rose mitwirken, immer mehr zutrauen und immer waghalsiger werden, weil sie wussten ja bereits, dass sie unter Beobachtung stehen und sie wussten natürlich, was ihnen passieren würde, wenn sie auffliegen. Eine, wie ich finde, nicht so überzeugende These dazu ist, dass sie unter Drogen standen. Es gibt also eine historische Arbeit, die versucht nachzuweisen, dass sich die Medizinstudenten, die natürlich über solche Mittel verfügten, in den letzten Wochen ihres Lebens durch Aufputschmittel wachgehalten haben und vielleicht dadurch auch ein bisschen die Vorsicht vergessen haben. Ich denke aber mehr, dass es tatsächlich so ein Momentum gab, so eine Art von Tunnelblick, der dazu führte, dass
ein bisschen Realitätsverlust eintrat und die jungen Leute tatsächlich die Lage falsch eingeschätzt haben und dachten, nun wird alles leicht umzustoßen sein. Die Festnahme am 18. Februar im Wittelsbacher Palais, die Situation, dass die Geschwister getrennt voneinander stunden- und nächtelang verhört wurden, ist oft beschrieben und auch verfilmt worden. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht mehr groß ein. Man kann zusammenfassend sagen, dass sie standhaft geblieben sind, dass sie alles getan haben, um die anderen zu schützen, vor allem Christoph Probst, der gerade eben zum dritten Mal Vater wurde, dessen Frau noch im Kindbett lag, haben sie versucht zu schützen, aber das gelang nicht, weil Christoph Probst einen Entwurf eines Flugblattes geschrieben hatte und diesen Entwurf hatte Hans Scholl bei seiner Festnahme dabei und es gelang ihm nicht, dieses Flugblatt zu vernichten. Und durch den Vergleich der Handschrift auf dem Flugblattentwurf und den Briefen zu Hause in der Wohnung von Hans Scholl kam die Gestapo ganz schnell dahinter, um wen es sich handelte. Und so fiel einer nach dem anderen innerhalb weniger Tage durch Denunziation oder durch Verfolgung der Gestapo auf. Im ersten Prozess wurden Christoph Probst, Hans Scholl und Sophie Scholl verurteilt. Der zweite Prozess dann wurde für April terminiert und bis zum Jahresbeginn 1944 waren dann alle durch Enthauptung hingerichtet, alle von der inneren Gruppe der Weißen Rose. Es gab ja auch noch Helfer in anderen Städten, bis die alle gefunden und verurteilt waren, verging Zeit bis ins Jahr 1945. Was waren nun unmittelbar die Folgen? Die Hoffnung war ja gewesen, dass sich durch diese Aktionen der Weißen Rose nun nennenswerte Bevölkerung zum Widerstand, zum passiven Widerstand oder auch zum aktiven Widerstand hinreißen lassen würde und dass, wie Sophie Scholl es in ihrem Abschied von ihrer Mutter sagt, nun das ganze Wellen schlagen würde. Leider ist erstmal das Gegenteil passiert. Die Münchner Studentenschaft hat nichts Besseres gewusst, als sich sofort von den Mitstudierenden zu distanzieren und eine Erklärung abzugeben der Loyalität dem Nationalsozialismus gegenüber. Es gab erstmal, wenn man so will, überhaupt keine Folgerungen des Widerstands der Weißen Rose, was natürlich nicht heißt, dass sie gescheitert sind, sondern was nur heißt, dass die eigentliche Bedeutung der Weißen Rose erst nach ihrem Tod eingesetzt ist. Ein Teil dieser Bedeutung war, dass sie anderen Deutschen, die im Exil waren, Hoffnung gemacht haben, dass sie ein Zeichen ins Ausland gesendet haben, dass es nicht alle Deutschen sind, die dem Nationalsozialismus anhängen, sondern dass es auch noch Widerstand gibt oder dass es Andersdenkende gibt. Das war für ein wichtiges Signal, das dann zum Beispiel auch von Thomas Mann aufgegriffen wurde, der nach der Hinrichtung eine Erinnerung und eine Eloge auf die Weiße Rose im Radiosender BBC gehalten hat. Die Alliierten wurden auf die Weiße Rose aufmerksam und haben Flugblätter von ihren Flugzeugen über Deutschland abgeworfen, um dem Ganzen nochmal Schub zu geben. Aber vor allen Dingen setzt ihre Bedeutung dann unmittelbar nach Kriegsende ein. Damit habe ich ja angefangen, mit der Enthüllung der ersten Statue oder der ersten Büsten der Widerstandskämpfer bei der Eröffnung des Bayerischen Landtags an der Münchner Universität. Das war also die unmittelbare Wirkung der Weißen Rose zu Kriegsende und unmittelbar nach dem Krieg. Aber ich habe ja eingangs schon gesagt, es gab immer wieder
Phasen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in denen die Widerstandsaktionen der Weißen Rose neu aufgegriffen wurden, in denen sich beispielsweise die 68er Studenten der Weißen Rose erinnert haben, aber auch in der DDR oppositionelle Studierende sich mit der Erinnerung an die Weiße Rose, an den NS-Widerstand angedockt haben. Und so etwas passiert momentan ja auch im Umfeld der AfD, der Pegida, der Corona-Leugner und Querdenker. Ich habe das Plakat erwähnt von der AfD, Sophie Scholl würde AfD wählen. Ein weiteres und noch viel sprechenderes, aber auch besorgniserregenderes Beispiel dieser Vereinnahmung des deutschen Widerstands im Nationalsozialismus durch heutige sogenannte Widerstandskämpfer war eine Rede vor wenigen Wochen in Hannover. Es war eine Demonstration von sogenannten Querdenkern, bei der eine Jana aus Kassel aufs Podium tritt, eine 22-jährige Frau, die offensichtlich aus Kassel stammte, und mit den Worten sich ans Publikum wendet: Ich fühle mich wie Sophie Scholl, denn ich bin jetzt schon seit Wochen im Widerstand gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona. Und ich fasse das jetzt in meinen eigenen Worten zusammen. Und im Übrigen bin ich 22 Jahre alt, also genauso alt wie Sophie Scholl bei ihrer Hinrichtung, was ja nicht stimmt, weil sie war erst 21. Und in diesem Moment kommt einer der Ordner dieser Demonstration, reißt sich seine Erkennungsweste vom Leib, knüllt sie zusammen, geht zu dieser Rednerin hin und sagt: Was ist das hier für ein Schwachsinn? Das halte ich nicht aus. Ich gehe jetzt, ich kann hier keinen Ordnerdienst mehr leisten. Und sie ist also ganz verdattert und fragt, was er denn hat. Und er sagt: Ja, das war ja jetzt hier gerade eine Verharmlosung des Holocaust. Und sie ist überhaupt nicht einsichtig, versteht nicht, was er will. Es kommt zu so einem kurzen Disput. Sie dreht sich um, fängt an zu weinen, nimmt ihr Manuskript, wirft es hinter sich und verlässt die Bühne. Und das ist für mich, dieses Verhalten ist für mich nochmal viel deutlicher eine Beschreibung dessen, was der Unterschied ist zwischen einer heutigen Querdenkerin, einer Jana aus Kassel und der Sophie Scholl, weil die sich natürlich ganz anders verhalten hat, nicht nur zu ganz anderen Umständen, in einer ganz anderen lebensbedrohlichen Situation, sondern auch mit einer ganz anderen Haltung und Courage. Dann möchte ich jetzt hier an dieser Stelle innehalten. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier nichts mehr berichten kann und möchte, sondern ich möchte Sie sehr herzlich bitten, all das nachzufragen, was ich jetzt hier in meiner freien Rede oder in der gedrängten Form vielleicht nicht erklärt habe oder wo ich für Sie zu schnell drüber hinweggegangen bin. Ich bin aber auch froh über jede Art von Diskussionsbeitrag. Vielleicht haben Sie ja auch ganz andere Meinungen zu dem Thema Weiße Rose. Aber erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Gebhardt, für diesen schönen Vortrag auch. Ich darf Sie nur eben auch zusätzlich auffordern, Sie können Ihre Fragen entweder in den Chat schreiben, dann werde ich sie an Frau Gebhardt weiterleiten. Sie können auch Ihr Mikro einschalten und einfach laut sprechen. Es ist ein bisschen schwierig, ich würde Sie dann bitten, Frau Gebhardt, vielleicht kurz die Frage zu wiederholen, damit wir das dann auch in der Aufzeichnung haben. Wir zeichnen den Vortrag auf YouTube auf, das hatte ich vergessen zu sagen. Sie haben alle Möglichkeiten. Vielleicht darf ich einfach mal anfangen. Es gibt ja viele Erkläransätze, die versuchen,
eben diesen Widerstand verständlich zu machen. Sie haben, finde ich, einen sehr, sehr interessanten Zugang. Sie sprechen allerdings davon, wie von dieser ganz normalen Entwicklung, aber was schon auffällt, gerade wenn man die Briefe, die Tagebücher und so weiter nachliest, ist ja die hohe Intellektualität der Personen. Das ist jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, so ganz normal. Ja? Ich finde es absolut beeindruckend, auch gerade wenn man bei Sophie Scholl nachliest. Mir war das jetzt gerade beim Nachlesen, ich hatte das gar nicht mehr so präsent, wie differenziert argumentiert wird, wie klug auch formuliert wird und welche Eloquenz dann auch der Umgang mit Sprache hat. Mhm. So ganz selbstverständlich erscheint mir das nicht. Es sind ja doch wirklich Bildungsbürgerhäuser, Familien mit einem vergleichsweise hohen Status, zum Teil ja auch deutlich privilegiertes Heranwachsen dieser Jugendlichen. Und ich denke, das spielt da schon eine besondere Rolle, glaube ich, auch für diese intellektuelle Emanzipation, die in diesem Denken ja sich immer auch ausdrückt. Das stimmt. Also da diese Beobachtung habe ich auch gemacht beim Lesen von Briefen und Tagebüchern der ganz jungen Sophie Scholl, dass sie, ich würde sogar noch mehr eine Selbstreflexivität nennen als eine Bildung. Also Bildung, ja, das ist eben wirklich damals noch eine kleine Gesellschaftsschicht gewesen, die überhaupt ihre Kinder ein Abitur, ein Gymnasium besuchen und ein Abitur ermöglichen konnte. Das waren eben tatsächlich damals ja im Grunde sehr viel elitärere Bildungsverhältnisse als heute in der heutigen Gesellschaft, in der ja das Ziel ist, möglichst viele eines Jahrgangs zu einem Schulabschluss mittlerer Reife mindestens, aber möglichst mit Abitur zu führen. Also das kann man sicher sagen und das ist jetzt vielleicht banal, aber natürlich waren die Freizeit- und Ablenkungsmöglichkeiten ganz andere. Also die Hauptbeschäftigung damals dieser jungen Leute war tatsächlich entweder lesen oder man geht in die Natur oder man geht ins Konzert oder Theater. Also es ist schon ein, ja, ich finde, ein sehr konzentriertes Aufwachsen und auch ein sehr konzentriertes Studium. Das geht ja bis hin dazu, wie damals studiert werden konnte, mit welchem offenen Visier verschiedene Fächer studiert werden konnten, ohne Zeitdruck, ohne Bachelor, ohne Lektürelisten, die man einfach nur abhakt, also mit einem ja, Herangehen einer sehr breiten Lektüre, die ich jetzt heute an der Uni so nicht mehr erlebe. Es wäre auch gar nicht mehr möglich. Es wäre ein ganz anderes Selbstverständnis heute. Also diese Beobachtung von Ihnen teile ich. Ich würde sie jetzt aber trotzdem nicht zu einer exklusiven Voraussetzung des Widerstands erheben wollen. Wir haben ja auch andere Widerstandskämpfer wie Georg Elser beispielsweise, der überhaupt nicht über einen entsprechenden Bildungshintergrund verfügte. Ich würde sagen, es kommt eben noch hinzu, dann tatsächlich diese besondere Situation in den Elternhäusern, diese besonders produktive Art, wie sie ihre Adoleszenzkrisen bewältigen konnten. Und heute würde man von der Psychologie informiert sagen, wie sie auch sicher gebunden dabei geblieben sind. Weil diese ganzen Familienkonflikte und Vater-Sohn-Konflikte haben ja nicht zu Abbrüchen geführt und zu extremen Befreiungsschlägen, sondern sie sind ja gemündet in ein weiterhin vertrauensvolles Verhältnis zum Elternhaus, das so weit getragen hat, dass die jungen Widerstandskämpfer bis zu ihrer Hinrichtung den Rücken gestärkt bekommen haben von ihren Eltern. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, weil das bedeutete ja für die Angehörigen, Angehörige von einem Widerstandskämpfer zu sein, bedeutete in Sippenhaft zu geraten, selbst ins Gefängnis zu kommen und von der ganzen Umgebung und Nachbarschaft geächtet zu werden. So kam es ja auch, ne, für die Familien. Ja. Es gab, ich schaue mal gerade, ob es Fragen gibt. Ich kann Sie nur auffordern, schreiben Sie Ihre Fragen einfach in den Chat oder Sie können sich wirklich auch direkt melden. Es wird uns sehr freuen bei dem Thema. Es gibt so ein bisschen, wenn ich es despektierlich sage, so ein, es gab es schon lange, so ein Gezerre, was die Verortung sozusagen dieser Widerstandskämpfer anbetrifft.
Ein bisschen auffällig fand ich immer insbesondere, dass man den religiösen Hintergrund sehr stark ausgeleuchtet hat. Ja, sozusagen die Kirchen haben ihre Widerstandskämpfer sozusagen versucht zu identifizieren. Es gibt ja auch eine Reihe neuer Publikationen, jetzt gerade zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Wie beurteilen Sie das? Ist es tatsächlich so, dass es eine gewisse Instrumentalisierung auch der Widerstandskämpfer gegeben hat, auch ein bisschen zur Reinwaschung des eigenen Untätigseins, gerade der Kirchen während des Dritten Reichs? Also ein Phänomen ist da auf jeden Fall zu erwähnen, nämlich dass Alexander Schmorell, der russisch-orthodox war, formell, aber wohl nicht sehr religiös, in eine Art Er ist Heiliger jetzt, ja, habe ich Heiligverfahren nachgelassen. kam. Also da hat sich die russisch-orthodoxe Familie, Kirche tatsächlich bemüht, ihn so zu, für sich zu reklamieren. Es gibt ja bis heute Autoren von Biografien von einzelnen Mitstreitern der Weißen Rose, die ganz stark auf den Glauben abheben. Also die wirklich mit hermeneutischer Akribie jedes Gedicht und jede Briefzeile daraufhin auseinandernehmen, wie viel christliches Gedankengut steckt dahinter. Eine Frage bleibt aber dabei offen und damit deute ich auch schon an, was ich davon halte. War dieser Rückzug auf die Bibel und auf die Glaubensinhalte Ursache oder Folge des Widerstands? Weil meines Wissens nach haben sich die jungen Menschen, wenn wir jetzt zum Beispiel Sophie Scholl nehmen, in der letzten und gefährlichsten Phase, in der Zeit, in der sie in Lebensgefahr schwebten, dann so intensiv mit ihrem Glauben beschäftigt. Also man könnte auch die These aufstellen, und das ist meine These, dass die Religion eher eine stützende Funktion hatte, eine tröstende Funktion hatte für die Widerstandskämpfer, die ja jeden Tag in Lebensgefahr schwebten und sich natürlich mit ihrem eigenen Sterben und Weiterleben oder Nicht-Weiterleben auseinandersetzen mussten. Also es ist eben eine unterschiedliche Interpretation, ob man den Glauben als Antrieb und Begründung von Widerstand betrachtet oder als Abfederung und Trost. Ich gebe Ihnen nur eine Rückmeldung gerade weiter. Der Vortrag war sehr gut, emotional, ohne reißerisch zu sein. Und man muss das erst einmal setzen lassen. Durch den Einblick in die Familien spürt man das Drama noch viel mehr, als es durch Geschichtsbücher möglich war. Vielen Dank. Das ist keine Frage, sondern eine sehr nette Kommentierung. Sie können noch Fragen stellen. Ich reiche die gerne an Frau Gebhardt weiter. Ich hatte es ganz zu Beginn erwähnt gehabt, Inge Scholl hat ja einen ganz zentralen Anteil daran, was die Wahrnehmung der Weißen Rose anbetrifft. Ja, sie hat sehr früh schon ein Buch geschrieben, das war ein Bestseller, ich weiß nicht, wie viele Auflagen das Buch hatte, und hat das Bild natürlich nachhaltig sozusagen verankert im deutschen Nachkriegsbewusstsein. Das ist ja nicht unproblematisch gewesen. Vielleicht darf ich Sie dazu fragen, was ist dadurch in Schieflage geraten, gerade speziell durch die Deutung von Inge Scholl? Ja, also Inge Scholls Motiv könnte gewesen sein, dass es einfach an ihr vorbeigegangen ist. Also die Zeit, in der ihre beiden Geschwister ja, in Lebensgefahr schwebten, jüngere Geschwister, um die sie sich eigentlich hätte auch kümmern sollen, war sie mit sich selbst beschäftigt, weil sie nämlich da eine Konversion zum katholischen Glauben betrieben hat, durch ihre Bekanntschaft mit ihrem späteren Mann, dann Ottel Eicher. Also sie war mit sich beschäftigt und nicht mit Widerstand und nicht mit der Lebensgefahr, in der ihre Geschwister schwebten. Das zweite und auch, finde ich, nachvollziehbare Motiv ihres Buchs war sicher, ihre Geschwister ins rechte Licht zu setzen. Und das ging nun mal leider auf Kosten der anderen. Also die herausragende Rolle, die sie vor allem ihrer Schwester Sophie Scholl zuschrieb, hatte sie gar nicht. Die herausragende Rolle hätte dann mehr eigentlich Alexander Schmorell gelten müssen, weil er war der Mitverfasser der ersten vier
Flugblätter. Sophie Scholl ist ja erst später dazu gestoßen. Man weiß gar nicht, ob sie davon wusste, von diesen ersten vier Flugblättern. Also insofern ist Sophie Scholl durch das Zutun ihrer großen Schwester dann schon in den Mittelpunkt dieser Widerstandserzählung gerückt. Und das dritte Problem oder eine Folge daraus ist, dass Inge Scholl eben nicht nur die Geschichtsschreiberin und Geschichtsdeuterin der Weißen Rose wurde, sondern sie war auch ein Stück weit die Archivarin. Das heißt, sie hat die Quellen, die wir heute als Historikerinnen und Historiker einsehen wollen oder müssen, um forschen zu können, hatte sie unter ihren Fittichen, hat auch entschieden, wo sie archiviert werden. Und es ist immer noch nicht ganz klar, ob sie auch alles freigegeben hat, ob wir heute überhaupt an alle Quellen herankommen. Also sie hat eine ganz klare Duftmarke, sage ich jetzt mal, hinterlassen bei der Erforschung der Weißen Rose und hat das im Grunde erreicht, dass wir heute Weiße Rose und Geschwister Scholl in eins setzen und viele Leute nicht wissen und vergessen, dass dazu eben Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf und noch etliche andere auch gehörten. Das Tragische daran ist ja, dass das auch die Familien der Widerstandskämpfer im Grunde auseinander hat entwickeln lassen. Mhm. Ja. Sie berichten in Ihrem Buch ja auch, dass das nun doch schmerzhafte Spaltungen jetzt gerade in der Familie gegeben hat, die nicht zuletzt eben an dieser verzerrten Deutung hängt. Ja, also das zu kurz gekommen sein in der Erinnerung war schmerzhaft. Auch schmerzhaft war die Frage, warum passierte es Hans Scholl, dass er diesen Flugblattentwurf von Christoph Probst bei sich hatte bei der Festnahme. Das war einfach ein absolut unnötiges Risiko. Damit hat er den, den sie am meisten schützen wollten, wegen seiner Situation als dreifacher Familienvater, dem Henker ausgeliefert. Und das alles führte dazu, zu meinem großen Schrecken, dass die Familienmitglieder bis heute nicht miteinander an einem Tisch sitzen können. Das war eigentlich so eine Idee, als letztes Kapitel in meinem Buch ein Gespräch der heutigen Nachkommen zu moderieren, um auch deren Stimmen noch Gehör zu verschaffen. Und das war aber absolut nicht denkbar. Also die Erinnerung hat sich tatsächlich auch institutionell gespalten. Die einen unterstützen das Institut zur Erforschung der Weißen Rose und die anderen die Stiftung der Weißen Rose. Das sind also zwei unterschiedliche Institutionen, die irgendwie so parallel nebeneinander her in München existieren. Also es ist sehr bedauerlich, weil eigentlich wäre ja die Annahme und Hoffnung, dass wenn man aus einer Familie des deutschen Widerstands kommt, dass das etwas ist, was einen über diese Katastrophe hinweghilft und auch vielleicht stolz macht und vielleicht auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt. Das war meine Annahme gewesen, aber das war leider falsch. Wir haben noch eine Frage. Was war die Bedeutung von Professor Huber für die Gruppe? Welchen Einfluss hatte er? Also Professor Huber hatte sicher als Hochschullehrer schon mal eine Autorität und eine Bedeutung. Er hat auch Kontakte mit anderen Intellektuellen in München, die dem Catholique Renouveau angehörten, also diese Reformkatholiken in München, die in der inneren Emigration lebten, also die sich nicht offen im Kampf gegen den Nationalsozialismus engagieren wollten, aber die doch so eine Art intellektuelle Rückzug waren. Diesen Kontakt hat auch Professor Huber mit ermöglicht, wo anfangs vor allem Hans Scholl, aber auch die anderen, Sophie Scholl und auch Inge Scholl, dann ja auch Gelegenheit hatten, teilzunehmen an Diskussionen. Also der, das ist mal so das eine, so die intellektuelle Autorität. Er hatte eine späte Rolle, weil er ja erst ganz am Schluss bei den, beim sechsten Flugblatt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, direkt bei der Redaktion und Verfassung beteiligt war. Und die war auch nicht ganz unproblematisch. Professor Huber hatte ja
schon aufgrund seines Alters und seiner eigenen Biografie eine eher andere politische Position als die Jungen. Er war zum Beispiel der Meinung, dass es unbedingt nötig ist, der Wehrmacht und der unmittelbaren Situation an den Fronten keinen Schaden zuzufügen. Also das konkrete Beispiel, an dem man das illustrieren kann, ist, dass die jungen Mitstreiter der Weißen Rose in ihren Flugblättern dazu aufgerufen haben, die Winterhilfe für die Wehrmacht zu boykottieren und also auch die Wehrmacht zu sabotieren. Sie waren im Grunde dafür, dass die Wehrmacht möglichst schnell militärisch untergeht, damit der Nationalsozialismus auch möglichst schnell überwunden werden kann. Und dieser Meinung war Professor Huber überhaupt nicht. Er hat in seinem Textteil des Flugblattes von der herrlichen Wehrmacht geschrieben, was also auf erboste Gegenstimmen gestoßen ist. Also es gab Meinungsverschiedenheiten, was die Rolle der Wehrmacht angeht, was die Rolle der Wirtschaftsverfassung nach Ende des Nationalsozialismus angeht. Und wahrscheinlich wäre er auch eher nicht für die Idee gewonnen worden, dass es sich dann um eine demokratische Entwicklung handeln soll. Also anscheinend war er eher für eine konstitutionelle Monarchie als Verfassungsform nach Ende des Krieges. Also man hätte, das weiß man nicht, wenn sie Gelegenheit gehabt hätten, noch länger miteinander zu wirken, wahrscheinlich zunehmend politische Widersprüche durch ihn in der Gruppe gehabt und die irgendwie bewältigen müssen. Die Weiße Rose hat ja ganz früh schon diese Anerkennung auch bekommen gehabt als Widerstandskämpfer, als positives Gewissen sozusagen auch. Es war sehr viel schwieriger für den militärischen Widerstand und lange Zeit ganz unterbelichtet war ja der Widerstand aus Kreisen der SPD oder der Kommunisten, der zahlenmäßig ja eigentlich wahrscheinlich der größte war insgesamt. Wenn Sie so draufschauen auf diese Wahrnehmung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus, finden Sie die Weiße Rose dann richtig positioniert? Sie hat ja sowas richtig Ikonografisches gewonnen. Ja? Sie überstrahlt alles andere. War das eher schädlich für die Wahrnehmung des Widerstands generell? Weil es war ja auch eine gewisse Entlastungsfigur, ja? Ähnlich wie beim militärischen Widerstand auch. Man konnte ja nicht, es war ja klar, dass man nicht jedem zumuten konnte, mit der Aktentasche und der Bombe ins Führerhauptquartier zu gehen. Und es war klar, dass man nicht jedem abverlangen konnte, als idealistischer Student sozusagen den Nationalsozialismus bekämpfen zu wollen. Mhm. Man konnte ein Stück weit zurücktreten, meine ich. Es war weiter von dem entfernt, was man selber machen konnte. Ja, umgekehrt. Ich würde jetzt sagen, die Weiße Rose waren ja gerade ein Beispiel dafür, dass auch Leute ohne Offiziersuniform oder ohne eine Massenbewegung hinter sich. Die Kommunisten und die Sozialisten waren eine Massenbewegung, die hatten Infrastruktur, die waren zwar in Konzentrationslagern bzw. ins Ausland geflohen, aber sie hatten dennoch eine Art von Infrastruktur noch. Also das ist ja gerade das, was mich beeindruckt und was wahrscheinlich viele Menschen beeindruckt, dass die ohne nichts, also mit niemandem hinter sich. Das Bürgertum war jetzt keine politische Klasse, die sich hinter sie gestellt hätte. Im Gegenteil, wir wissen ja heute aus dem Wahlverhalten und also der ideologischen Nähe, dass gerade das Bürgertum anfällig war für nationalsozialistische Überzeugungen. Also dass man mit einem Handvervielfältigungsgerät und hier mal 10 Seiten Papier kaufen und dort mal 10 Briefmarken kaufen, doch so eine Wirkung auslösen konnte, dass die Gestapo über meiner Erinnerung nach mindestens 6 Monate im Dunkeln tappte und es also eiligste und dringlichste Sitzungen gab, dass man nun dem endlich mal Herr werden muss und dass sie denen auch auf den Leim gegangen sind und wirklich geglaubt haben, dass es ein weit verzweigter Widerstand ist und nicht so eine kleine versprengte Gruppe in München mit ein paar Schülern noch in Ulm und ein paar Mithelfenden in Hamburg. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und also ich denke, Sie haben nicht ohne Grund, ich möchte das auch aus meiner
Fachsicht als Historikerin jetzt nicht bewerten, aber ich glaube, Sie haben nicht ohne Grund so eine wichtige Rolle bis heute im kollektiven Erinnern, weil Sie ja auch eben das Friedliche repräsentieren, also einen gewaltlosen Widerstand, wobei es auch dazu Diskussionen in der Forschung gibt, ob das gewaltfrei geblieben wäre, weil es möglicherweise, ja, also es gab wohl bei diesen nächtlichen Aktionen, hatte wohl Hans Scholl auch eine Waffe dabei, also man weiß nicht genau, was wäre passiert, wie hätte das noch eskalieren können, aber im Prinzip war es ein friedlicher Widerstand, er hat auf pazifistische, auf passive Widerstandsaktionen gesetzt. Das ist einer zivilen Gesellschaft nach 1945 angemessen. Also ich denke, dass diese unterschiedliche Bewertung natürlich einfach nie ohne den Erklärungsansatz dieses gespaltenen Deutschlands auch verstanden werden kann. Es war einfach so, dass sich in der DDR eine andere Erinnerung an den Nationalsozialismus und vor allem an den Widerstand etabliert hat als in der BRD. Und die standen sich ja auch konträr gegenüber. Das heißt, es wäre fast logisch gewesen, dass sich die Bundesrepublik nur der bürgerlichen Widerstandskämpfer der Weißen Rose erinnert und die DDR sich nur der kommunistischen oder der Arbeiterwiderstandsgruppen erinnert. Und das haben sie aber auch transzendiert. Also die Weiße Rose hat durchaus auch in der DDR-Erinnerung eine Rolle gespielt, wenn auch nicht so eine große wie in der BRD. Es gibt ja eine Reihe neuer Bücher jetzt eben zum 100. Geburtstag. Wahrscheinlich konnten Sie schon einiges durchsehen. Gibt es tatsächlich neue Erkenntnisse, die Sie noch überrascht haben jetzt durch die neuen Publikationen? Also das ist sehr, ist fest in der festen Hand von bestimmten Personen, die sich schon sehr lange beschäftigen. Also da ist relativ wenig Neues erwartbar gewesen. Erstens, weil die Biografin der Sophie Scholl beispielsweise hat schon mal über Sophie Scholl eine Biografie geschrieben. Also die, da war jetzt nicht zu warten, dass sie eine völlige Kehrtwende hinlegt und was ganz anderes behauptet. Das ist allerdings auch ein Buch geworden, das gar nicht so auf Fragestellung und Thesen abzielt, sondern mehr eine geschlossene, runde Gesamtdarstellung allen Wissenswerten über Sophie Scholl geworden ist. Das ist das Buch von Maren Gottschalk im Beck Verlag, das kann ich schon empfehlen. Und dann gibt es eben weiterhin Biografen, die sich mit dieser Frage der Religion auseinandersetzen. Also auch da gibt es nicht eine wirklich neue Position, soweit ich das jetzt bislang überschauen kann, sondern ein diskursiver Behauptungskampf, wo jeder versucht, so seine These nochmal scharf zu stellen. Und das ist eben vor allem diese Richtung der religiösen Motivation des Widerstands. Frau Professor Geffert, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen gesehen. Ich hoffe, dass Sie wahrscheinlich sowieso in Ihrem Vortrag alles aufgearbeitet haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Es ist schade, wir hätten es gerne in Unterföhring gemacht. Dann hätten wir jetzt auch noch mal durch die Ausstellung spazieren können. Ist leider nicht möglich. Wir hoffen, wie gesagt, dass sich bis zum März noch das eine oder andere tut und auch jetzt die Zuschauer Gelegenheit haben, sich die Ausstellung noch mal anzuschauen. Zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Ja, danke für die Einladung. Das Publikum kann nur virtuell klatschen. Ja. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme heute Abend bedanken.